Wilhelm! Bitte, Sylvia, mach doch kein Drama draus. Ich habe mich ein bisschen übernommen. Ein Check-up war sowieso fällig. Das glaube ich dir nicht. Du gehst doch nicht freiwillig zum Arzt. Ich kenne dich doch. Sylvia, wenn ich gewusst hätte, dass du so überreagierst, dann hätte ich es dir nicht gesagt. Du solltest mal freinehmen, Wilhelm. Gestern Abend ist es wieder so spät geworden. Was machst du eigentlich so oft in München in letzter Zeit? Die Kunden zum Essen ausführen kann doch Felix. Felix hat alle Hände voll zu tun mit der Boretti-Kollektion. Bitte, Sylvia, ich bin schon spät. Aber zum Mittagessen bist du zurück, ja? Ja. Es tut mir leid, Frau Schirmer, der Herr Oma telefoniert immer noch. Sobald er auflegt, werde ich ihm Bescheid sagen. Ja, ganz bestimmt. Grüß dich, Marion. Hallo. Also, so geht das nicht weiter. Die werden mir nicht auch noch meinen letzten Mitarbeiter wegorganisieren. Wird Zeit, dass ich mit dem Chef rede. Der Chef ist nicht da. Aber ich habe einen Termin. Was? Du hast einen Termin? Tatsächlich, das muss er vergessen haben. Der ist beim Arzt. Das stimmt nicht. Sag mir die Wahrheit, der will mich nicht sehen. Ilona, er ist beim Arzt. Du siehst Gespenster. Was ist denn mit deinen Mitarbeitern? Du kannst sie doch jederzeit anfordern, nach Bedarf. Im Prinzip ja, aber das klappt nicht. Die Czerny lastet die doch voll aus mit ihrem Boretti-Auftrag. Und ich kann sehen, wo ich bleibe. Ist der Unger da? Der Herr Unger telefoniert. Ist ja sowieso nicht zuständig. Ilona, Herrgott, noch mal. Statt dass du dich freust, dass endlich mal ein frischer Wind durch diese Firma pustet. Darum geht es doch gar nicht. Ich brauche meine Mitarbeiter. Ich mache immer noch den meisten Umsatz hier. Ja, aber mit minimalem Gewinn. Geh zu Ewald, schau dir die Zahlen an, wenn du mir nicht glaubst. Ich kenne die Zahlen. Ich sehe schon, du bist auch auf der Seite der anderen. Ja, auf der Seite des gesunden Menschenverstands. Ilona! Ich werde noch mal mit Frau Martinek reden. Prima Idee. Weil die Verträge mit Boretti seit Wochen ununterschrieben bei uns auf dem Tisch liegen. Nein, aber erst der Pilotenstreik und jetzt ist er angeblich in Paris oder sonst wo. Moment, Waltraud. Ja, verstanden? Entschuldigung, aber die arme Frau Schirmer hat jetzt schon ein paar Mal angerufen. Sie sollen sofort rauskommen. Der Meierbär ist da. Waltraud, hast du gehört? Meierbär. Ganz genau. Na, wenigstens passiert an der Ecke was. Ja, also bis später. Drück mir die Daumen. Tschüss. Meinen Sie denn, wie lange Sie wegbleiben werden? Die Verabredung mit dem Chef ist ja auf Mittag verlegt, weil er zum Arzt musste. Ja, was Schlimmes? Nein, Routine-Check-up. Aber Sie haben eine Verabredung mit Felix Althofer. Und die Frau Czerny hat auch einen Rückruf gebeten. Ja, ich bin spätestens Mittag wieder da. Hat Frau Czerny angedeutet, worum es geht? Nein. Also, Sie sollten auf den Blutdruck aufpassen. Wenig Salz, Rotwein und Eigelb vermeiden. Und wir sollten ein MRI machen, vorsichtshalber. Ja, da warten wir mal lieber, bis Dr. Gerstner zurück ist. MRI, was soll das sein? Ihr Gehirn wird gescannt. Ihnen das bisschen Kopfschmerzen, das habe ich doch öfter. Eben. Aber es bleibt natürlich Ihnen überlassen, erst noch Dr. Gerstner zu konsultieren. Ich bedanke mich trotzdem für Ihr Vertrauen. MRI, Blödsinn. Was heißt denn hier maximal 900.000? Man hat mir schon 1 Million geboten. Nein, nein, also wenn Sie hier mitziehen wollen, dann müssen Sie höher bieten. Und zwar kräftig. Wissen Sie, was Sie mich können? Raten Sie mal. Bitte. Sehr zum Wohl. Auf Kosten des Hauses natürlich. Ein frisch gezapftes Meierbärleit. Ich kann hier meine Zeit nicht länger verplempern. Aber der Herr Unger kann jeden Moment hier sein. Sie können jetzt nicht gehen, Herr Meierbär. Wo wir doch wochenlang gewartet haben. Sagen Sie mir wenigstens, ob wir den Gasthof jetzt kriegen oder nicht. Also mit Ihrer Kohlensäureanlage stimmt irgendwas nicht. Herr Meierbär, bitte! Irgendwas muss ich dem Herrn Unger doch sagen, Herr Meierbär. Soll er Sie anrufen oder... oder in Ihre Brauerei kommen. Sagen Sie ihm... Na bitte, haben Sie gesagt, da ist er ja schon. Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, alles ist für die Katze. Frau Schatz, ich glaube, Sie lassen uns erstmal lieber allein.
Ja, tut mir leid. Aber Sie sagten 8 Uhr und als Sie um 9 immer noch nicht da waren. Man kann nicht immer so, wie man will. Also machen wir es kurz, Herr Unger. Sie kriegen den Hof. Das ist ja wunderbar. Die Finanzierung steht ja auch schon seit Wochen. Aber nur unter einer Bedingung. Meine Tochter, ich will, dass sie zu mir zurückkommt. Meinetwegen mit ihrem Mann. Lieber wären wir allerdings ohne. Herr Meyerbeer, wie stellen Sie sich das vor? Mit mir redet Birgit ja nicht mehr. Aber Sie könnten ihr doch mal den Vorschlag unterbreiten. Ne? Also sie kann die obere Etage haben, ich bleibe unten. Nur eins soll sie sich aus dem Kopf schlagen. Ihren Roland Althofer will ich nicht in meiner Firma haben. Ich möchte nicht, dass er mir auch noch meinen Laden ruiniert. So wie die Firma von seinem Vater. Abgemacht? Moment, Moment. Was ist mit dem Preis? Na, 1 Million. Da war doch klar, oder? Ich schlag schon ein, Herrschaftszeiten. Oh Gott, nein. Presto, presto. Nix presto, presto. Wer sind Sie und was wollen Sie? Und eins sage ich Ihnen gleich. Wenn Sie einen Job bei uns wollen, dann fahren Sie lieber nach Hause und kommen Sie ohne Ihr Hells Angels Outfit wieder. Ecco, Motorradfahrer mit Visitenkarte. Moretti, Sie? Sie habe ich mir aber anders vorgestellt. Na, du toll, Frau Stange. Stange? Frau Stange? Da ist so ein Rocker auf einer nagelneuen 1200er BMW. Der behauptet, er sei Boretti. Ich habe ihn mal vorsichtshalber nicht reingelassen. Sind Sie wahnsinnig, Herr Dana? Entschuldigen Sie sich und lassen Sie ihn sofort durch. Am besten erst mal zur Villa. Tut mir leid, aber wie ein Konzernchef sieht er nicht aus. Ich versuche zwischendurch mal Frau Althofer und Frau Czerny zu erreichen. Sorry, Herr Präsident. Buongiorno, signore. Willkommen in Augsburg. Mi piace tanto di fare la sua conoscenza. Ich bin Silvia Altro. Kommen Sie rein, bitte. Na, jedenfalls ist das kein Zustand, Nathalie. Es wird sich doch verdammt noch mal eine Lösung finden lassen. Sicher? Ich behalte die Wohnung mit Lena und du zahlst die Miete. Und? Monatlich etwas für dein Kind. Sagen wir 1000. 1000? Das ist ja die reinste Erpressung! Mama, Felix, da bist du. Die Stange hat angerufen. Der Boretti ist drüben in der Villa. Komm! Wieso? Das gibt's doch gar nicht! Boretti persönlich? Sag mal, kannst du heute ein bisschen länger bleiben? Ich muss zum Training. Mhm, heute geht's, aber morgen fange ich in der Färberei an. Wieso? Gefällt's dir bei mir nicht? Doch, aber es ist Teil meiner Ausbildung und nach der Färberei ist die Designabteilung dran. Jan, wo ist denn der Wieland? Im Lager, glaube ich. Wieso? Weil der Boretti da ist. Was? Ja, also bitte sorg dafür, dass das Ding da läuft wie geschmiert bei der Besichtigung, ja? Ja, sollte kein Problem sein. Wann geht's denn los? Keine Ahnung, nach dem Mittagessen oder so. Bis dann. Gehst du mal ins Lager und holst den Wieland, ja? Gut, meine alte Schrulle. Da kannst du mal zeigen, was du drauf hast. Und wenn du Zicken machst, dann lass ich dich verschrotten. Was soll ich machen? Auf dem Bahnhof pennen? Bitte. Nur bis ich ein Zimmer hab. Das wird sich schon wieder einrenken, Leo. Paul, Emma hat mit mir fast nichts geredet, seit ich aus dem Knast raus bin. Herr Wieland! Herr Wieland, Sie sollen sofort in die Weberei kommen, der Boretti ist da. Paul! Was jetzt? No, domani. Sì, naturalmente. Und hier? Wenn ich das richtig sehe, dann ändert sich nur die Staffelung der Preise. Für den Fall, dass die Herbstkollektion auch von Boretti USA übernommen wird. Der Straubinger Museum. D'accordo. Ciao. Lena! Ciao, Ennio. Come stai? Molto bene.
But what are you doing here? And where is Signora Rossini? In the USA, and I picked up my motorbike. Oh. Have you seen it outside? Want to ride? Showing me the town? Sightseeing? See? Tja, Herr Boretti will sich jetzt mit mir die Stadt anschauen. Wie bitte? Ja, prima. Inzwischen kann der Straubinger die Änderungen in den Vertrag einbauen. Herr Doktor? Endlich. Althofer, lassen Sie bitte alles stehen und liegen. Wir brauchen Sie hier. Was ist Alice? Our lawyer. It's okay. Andiamo? Si. See you later. Ja, und was ist jetzt? Wo ist Vater und der Unger? Mein Gott, wenn man sie braucht, ist keiner da. Was hast du denn? Lena Czerny hat doch wieder mal alles bestens im Griff. Sind Sie doch nicht so eng. Es tut Ihrem Vater offenbar leid, die ganze Geschichte, und er möchte es gern wieder gut machen. Da kennen Sie meinen Vater aber ziemlich schlecht. Wohnung in der oberen Etage. Und Roland hockt dann nach ein paar Tagen unten auf Omas Chippendale-Sofa? Nein. Und was soll überhaupt der Unsinn, Roland nicht in der Brauerei mitarbeiten zu lassen? Roland ist mein Mann und der Vater seiner zukünftigen Enkel. Also richten Sie ihn bitte aus, ich werde erst dann zurückkommen, wenn er Roland voll akzeptiert, als Mitglied unserer Familie. Tut mir leid, Herr Unger. Ach, und machen Sie sich mal keine Gedanken. Vater braucht das Geld, also wird er Ihnen Ihre Kneipe auch verkaufen. 1 Million kriegt er von mir auf keinen Fall. Roland! Herr Unger, was machen Sie denn hier? Ihr Schwiegervater schickt mich mit der weißen Fahne. Aber daraus wird ja wohl nichts. Aus der Versöhnung. Naja, dann will ich das junge Glück nicht länger stören. Wer war das denn? Der Herr Boretti mit der Lena Czerny. Was? Ja, ich wollte selber erst nicht glauben. Ja, Oma? Moment mal, Frau Stein, ich verstehe kein Wort. So, jetzt, was sagen Sie? Boretti? Wo, in der Firma? Ach du heiliger Strohsack, warum sagt mir denn das keiner? Also ich bin in 3 Minuten da. Hallo. Hallo, ich muss ganz schnell zur Post. Kannst du reiten, Isabella? Reiten? Ich habe einen Job nebenher, abends. Im Gestüt Pferde trainieren. Wenn du willst, kannst du mal mit. Wo soll das sein? Nicht weit, Richtung Süden. Ja, also heute geht's bestimmt nicht wegen dem Italiener, aber morgen vielleicht. Ich habe nur noch eine Viertelstunde. Klar. Und? Hat Vater was gesagt? Nein. Nur, dass die Vertretung von Tuten und Blasen keine Ahnung hat und dass er darauf wartet, dass sein Freund Dr. Gersten wieder zurück. Und? Wo ist er? Er ist mit Lena Czerny auf seinem neuen Spielzeug unterwegs. Auf dem Motorrad? Das war Boretti? Ja. Er hat uns die Vertragsänderung mit seiner Anwälte hingelegt und ist mit Frau Czerny wieder losgezogen. Wo ist dein, Ihr Vater? Drüben bei Frau Stangl und Herrn Dr. Straubinger die Vertragsveränderungen einbauen. Danke. Cornelia? Brauchst du heute Abend dein Auto? Ich muss zum Tennis. Dein Vater hat wieder in München zu tun. Der Schlüssel steckt, aber pass auf, ich liebe den Kleinen. Halt, der Einschub kommt zwischen 4.2 und 4.3. Ich war gerade dabei. Sie machen mich nervös, Herr Doktor. Warum gehen Sie nicht nach nebenan zu Herrn Althofer und trinken einen schönen Cognac? Ich komme allein besser klar. Tag. Na, Herr Doktor? Alles unter Kontrolle? Die Preisstaffelung auf 10.000 Meter hat sich geändert. Und die Konventionalstrafen im Fall von Lieferschwierigkeiten sind höher. Wir sollten noch mal verhandeln. Bitte nicht. Ich bin heilfroh, wenn das Vertragswerk endlich abgezeichnet ist. Hat der Althofer jemanden drin? Aha, den Junior. Mensch, Unger, wo bleiben Sie denn? Da konnte ja keiner Anlass, Boretti persönlich aufkreuzt. Und sich einen schlauen Lenz macht mit unserer Designerin und uns sie am langen Arm verhungern lässt. Ist Frau Stangl soweit? Sofort. Ich möchte den Vertrag selber gern noch mal lesen. Die Sache mit der Konventionalstrafe gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Was ist, wenn die M5 wieder Schlaf machen sollte? Laut Herrn Wieland hat das neue Steuerprogramm die Metallikstoffe akzeptiert. Die Maschine läuft. Wo bleiben die? Ich meine, so viel gibt es in Augsburg doch nicht zu sehen, was es nicht auch in Mailand gibt, oder?
Lira? Mann. Ach so. Ich muss morgen wieder in Mailand sein. Kommst du mit? Sag mal, seit wann sprichst du Deutsch? Aber sag niemand. Ich will wissen, was meine Partner wirklich denken, wenn sie reden. Also wirklich. Allora, you come with me? Es wird nicht gehen. Cornelia Althofer ist dafür Buretti zuständig. Egal. Ich werde in der Firma gebraucht. Ich meine, du bist zwar ein guter Kunde, aber nicht unser einziger. Du kannst auch bei mir arbeiten. Jetzt muss der Rocker nur noch was Tolles aus unseren Stoffen schneidern und an den Mann bringen. Was denn? Stimmt doch. Auf gute Zusammenarbeit. Buona collaborazione. Sì, sì. E adesso direi di andare a vedere i macchinari. Oh, do I have to? I have to get back to Milano. Aber zu einem Gläschen reicht es doch noch. Grazie, no, I'm driving. I don't drink when I'm driving. Lena. You're sure you don't want to come? It was a pleasure to meet you. My father used to work with Althofer Fabric. Upholstery. Rivestimento per mobile. Polsterer. Sein Vater war Polsterer. Bene, I have to go. You show me on my way? Naturalmente. You don't want to take the contract with you? Ah, no, Melit, please. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Gute Fahrt. Grazie. So ein Wahnsinn. Da brechen wir uns einen ab mit der M5 und der will sie nicht mal sehen. Warum auch? Er weiß ja, wenn wir nicht liefern, hat er uns am Wickel. Das ist die neue Generation. Leder, Motorrad und sie hat Erfolg damit. Bevor wir eine vom Aussterben bedrohte Spezies. Du kannst ja ein Motorrad kaufen. Sie kommen! Los! Starten! Stopp! 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 Was ist? Die Vorführung fällt aus. Wieso? Sind die Verträge nicht unterschrieben oder was? Nein, alles Buretti. Nächste Woche fangen wir mit der Produktion an, wenn ich mit den exakten Zahlen aus Mailand zurück bin. Und natürlich mit dem Scheck. Trotzdem, danke, Herr Wieland. Nee, Sie müssen Isabella danken. Die hat nämlich den Computer wieder flott gekriegt. Naja, das habe ich auch schon gehört. Ist doch... wunderbar zum Einstand. Ich würde sagen, damit ist die Probezeit von Frau Cortez ja wohl erfolgreich beendet. Oder? Von mir aus. Hey, klasse. Gratuliere. Danke. Ja dann, herzlich willkommen. Na klar ist dem Buretti die Lena lieber als die Cornelia. Die haben die gleiche Wellenlänge. Trotzdem wäre ich dir dankbar, wenn du sie unterstützen würdest. Lange wird Cornelias Begeisterung sowieso nicht anhalten. Kann ich dich kurz unter die Augen sprechen, Vater? Dringend? Ich muss noch nach München. 10 Minuten wirst du schon investieren müssen. Und? Alles unterschrieben? Alea jacta sunt, wie die Italiener sagen. Ja, das ist es ja. Der wollte die Maschine gar nicht sehen. Ja, hast du ja Zeit nachher. Ja, ich muss nur noch was besorgen. Wo treffen wir uns? Ich hole dich hier ab. So um 7. Alles klar. Okay. Ciao. Ciao. Jetzt sag das nochmal. Ja, du hast schon richtig gehört. Nathalie Seiler. Und wie lange geht das schon?
ein halbes Jahr oder so. Und jetzt, naja, sie kriegt ein Kind von mir. Felix. Ich weiß, es ist nicht gerade clever. Es gibt ja nur ein Problem. Sie hat Schluss gemacht mit mir und mich rausgeschmissen aus meiner Wohnung. Das Mädchen scheint vernünftiger zu sein als du. Ja, so habe ich das auch gesehen. Zuerst. Aber jetzt kommt's. Nathalie fehlt mir. Ich habe mich irgendwie an sie gewöhnt. Felix, jetzt mach doch keine Dummheiten. Einmal abgesehen davon, dass es nicht zum guten Ton gehört, wenn ein leitender Angestellter mit einer Mitarbeiterin Verhältnis hat. Das sagst ausgerechnet du. Keine Angst, ich sag's keinem weiter. Was meinst du? Papa, du weißt genau, was ich meine. Lena, sie hat es mir gesagt. Jetzt guck nicht so. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als mir reinen Wein einzuschenken. So wie ich sie belagert habe, schon in Mailand. Ja, ich war total verschossen an sie. Das war natürlich ein Schock. Du, der Mann ohne Fehler und Tadel, hat eine uneheliche Tochter mit einer Näherin. Aber auf der anderen Seite hatte diese Enthüllung richtig menschliche Dimensionen gegeben. Liebling, brauchst du noch irgendwas? Nein, danke. Gut, dann gehe ich jetzt zum Tennis. Es kann spät werden. Es macht nichts. Ich, bei mir wahrscheinlich auch. Gut, dann bis später. Weiß Silvia davon? Nein. Na jedenfalls, was Nathalie angeht, will ich es nicht so machen wie du. Ich habe nicht gewusst, dass ich eine Tochter habe. Du musst dich nicht rechtfertigen, schon gar nicht von mir, wenn du wüsstest. Nein, ich werde Nathalie fragen, ob sie mich heiraten will. Und wenn sie ja sagen sollte, dann hätte ich gern etwas Rückenwind von dir. Jedenfalls nicht so wie bei Roland und Birgit. Gott, was habe ich bloß für Söhne? Der eine heiratet eine Frau wegen ihrem Geld und der andere wegen einem Kind. Darf man doch keine gemeinsame Zukunft bauen. Die Zeiten haben sich geändert, Papa. Konzernchefs fahren in Lederkluft auf Motorrädern rum und Menschen heiraten nur, weil sie es mal versuchen wollen. Miteinander mehr nicht? Also, einverstanden? Ich werde die Schwangerschaft abbrechen. Was? Naja, ich bin doch erst in der dritten Woche. Da ist es doch kein Problem. Ich glaub's nicht. Du hast doch selber gesagt, ich soll mich endlich um mich selbst kümmern. Klar, ist dein Leben. Mach, was du willst. Genau. Und? Glaubst du, mir fällt es leicht? Hey, was habe ich denn für eine Alternative? Spätestens, wenn ich im achten Monat bin, will Felix sowieso nichts mehr von mir wissen. Und ich kann das nicht. Ich fühle mich nicht stark genug, ein Kind allein großzuziehen. Ist ja gut. Ich sag ja, mach, was du willst. Es ist deine Entscheidung. Du sagst es. Nur als meine Freundin, da könntest du mir ein bisschen mehr helfen. Stimmt nicht vor 22 Uhr. Und bei Sylvia im Club wird es noch später. Das ist das ganze Haus für dich. Ah, sturmfreie Bude. Genau. Sei nicht so vornehm. Vornehm? Du liebst ihn doch. Also sag es ihm, oder? Zeig es ihm. Vater. Du bist die Tochter des Chefs. Und hat auch ein Mann wie Unger seine Skrupel. Entschuldige, Vater, ich fürchte, du hast keine Ahnung, wer ich bin. Ich habe in München studiert. Ich bin keine Unschuld vom Lande. Ich liebe dich. Und ich wünsche dir nur das Beste. Und Unger ist der Beste. Leider heute keine Gelegenheit. Es war einfach zu viel los. Warum geben Sie am Herzen keinen Stoß, Frau Meyerbeer?
Ich meine natürlich Frau Althofer. Und reden bitte selber mit Ihrem Vater. Ja, als Vermittler fühle ich mich offen gestanden, nein, nicht besonders wohl. Bitte. Sie können mich jederzeit über meine Handynummer erreichen. Ja, Roland hat sie. Also dann, ich erwarte Ihren Anruf. Danke. Ja, wiederhören. Vater ist in München und Silvia in ihrem Tennisclub. Was hältst du davon, wenn ich uns was Leckeres koche und wir uns einen schönen Abend machen? Hm? Und zum Nachtisch spiele ich dir meinen neuen Chopin vor. Nichts dagegen. Ich muss ja noch ein paar unaufschiebbare Sachen erledigen. Ja, aber dann? 7 Uhr? 8 Uhr? Können wir uns auf der Hälfte treffen? Gelernt? Auf dem Gestüt meines Großvaters. Noch 2 Pferde, dann. Willst du nicht auch mal? Ich kann die Leine halten. Das ist keine Leine. Das heißt Longe. Auch die kann ich halten. Wegen deinem Bein, oder warum? Hm. Ein Pferd hat mich abgeworfen und ist mir auf den Knöchel gestiegen. Wann war das? Vor einem Jahr. Und seitdem bist du nie wieder geritten? Da, wo ich herkomme, da heißt es, man muss es sofort noch mal probieren, wenn man runtergefallen ist. Können wir von was anderem reden? Ja, klar. Komm, Fritz. Komm. Na, komm. Komm, guter Junge. Ist es dir nicht recht? Recht schon. Ich weiß noch nicht, ob es gut ist. Deine Frau wird sich doch sicher schon Gedanken machen, wohin du gehst. Jetzt 2-mal die Woche. Wir tun doch nichts Verbotenes. Wir haben viel nachzuholen und keine Zeit zu verlieren. Die 2-3 Stunden. Wir nehmen doch niemandem was weg. Sylvia ist im Club bei ihren Tennisfreundinnen. Und Cornelia ist bis über beide Ohren in unseren Geschäftsführer verliebt und ist froh, das Haus endlich einmal für sich alleine zu haben. Und die Jungs, das Letzte, was die sich wünschen, ist ein Vater, der ihnen sowieso nur Vorhaltungen macht. Dieser Geschäftsführer, ist das der Florian Unger? Mhm. Mir riecht's gut. Kennst du ihn? Lena hat mir von ihm erzählt. Ach, das ist doch nur ein Rest, ich hab schon gegessen. Aber wenn du Hunger hast, ich kann dir noch was machen. Ach, nein, nein, ist schon gut. Ich soll ja sowieso aufpassen mit dem Essen. Der Blutdruck. Rotwein soll ich auch nicht mehr trinken. Blutdruck? Ah, ja, es ist nichts Tragisches. Irgend so ein junger Vertretungsarzt, weil meiner auf einer Tagung ist. Lass uns von was anderem reden. Ich hätte ein Bier da. Wenn es nicht von Meyerbeer ist, gerne. Deine Tochter hat es übrigens geschafft. Der Auftrag aus Mailand ist unterschrieben. Ja, es macht mir direkt Angst. Es geht so schnell alles. Naja, die Jungen. Mit dem Tempo kommen wir nicht mehr mit. Rosa, lach mich nicht aus, aber meinst du, ich soll mir ein Motorrad kaufen? Wilhelm. Ja, ich weiß, aber... Ach, das kann doch nicht alles gewesen sein. Mein Leben. Und auf einmal ist es hin. Das Leben ist nur diese Minute. Jetzt. Und sonst nicht. Und dann die nächste. Und jetzt bin ich glücklich.
Ich hatte noch gar keine Gelegenheit, dir zu gratulieren. Gratuliere. Ja, apropos. Wenn du nach Mailand fährst mit Cornelia Althofer, dann solltest du mit den Designern von Boretti noch klären, für welche Farben sie sich entschieden haben. Ja, das wirst du mir dann auch alles schriftlich mitgeben, ne? Ja, klar. Hast du heute eigentlich schon was vor? Ich meine, sonst könnten wir zusammen zu Jan Lederacht und ihm moralischen Beistand bei seinem Krafttraining leisten. Und danach könnten wir was essen gehen und reden. Ich bin schon verabredet. Mit ihr? Ja, Frau Althofer und ich, wir müssen auch Mailand besprechen. Sie fühlt sich etwas überfordert, nachdem sie heute mit ansehen musste, wie du diesen Boretti eingewickelt hast. Du überschätzt mich. Der Mann weiß genau, was er will und mit wem er es zu tun hat. Er mag mich einfach, weil er meine Arbeit respektiert. Tja, dann will ich Sie nicht länger aufhalten, Herr Unger. Lena! Ja? Nein, schon gut. Czerny. Oh, ich habe noch gar nicht gekocht. Ich habe auch gar keinen Hunger. Aber ich habe einen Riesenhunger. Noch ein Bier, Herr Meyerbeer. Wo ist Birgit? Sie wartet im Wagen draußen. Sie meint auch, das sei meine Sache. Also, bringen wir es hinter uns. Wollen Sie anfangen oder soll ich zuerst? Bitte. Gut. Ich kann sehr gut verstehen, warum Sie so heftig reagiert haben, als Birgit Sie vor vollendete Tatsachen gestellt hat. Es stimmt, ich habe Ihre Tochter Ihres Geldes wegen geheiratet. Aber sie hat es von Anfang an gewusst. Inzwischen hat sich aber einiges getan, Herr Meyerbeer. Ihre Tochter, wie soll ich sagen, ist eine wunderbare Frau. Liebevoll, verständnisvoll, mit einem großen Herzen. Wir mögen uns und wir wollen miteinander leben. Was das Geld betrifft, die 2,5 Millionen, die bekommt Ihre Tochter zum Jahresende zurück. Mit Zinsen, versteht sich. Die Firma Althofer hat den Konkurs abgewendet, wie Sie vielleicht wissen, und die Auftragslage ist besser als je zuvor. Für Sie auch noch ein Bier, Herr Althofer? Nein, danke. Verstehen Sie mich recht, Herr Meyerbeer. Niemand erwartet von Ihnen, dass Sie mich mögen oder dass Sie begeistert sind von der Entscheidung Ihrer Tochter. Aber es sollte doch möglich sein, dass wir in Frieden miteinander auskommen. So. Und jetzt sind Sie dran. Geh mir nach Haus. Komm! Was hältst du davon, wenn wir deinen Mann in die USA schicken? Du kannst doch Englisch. Ja klar, aber... Ich kann ja nicht alles alleine machen. Und du wirst schon dafür sorgen, dass dein Vater Birgits Geld wieder rausrückt, oder? Aber nur, wenn ich mit darf. Ja, aber natürlich. Einer von uns muss ihm doch auf die Finger gucken. Du sag mal was. Entschuldige, Birgit, aber... Das ist doch ein Himmelfahrtskommando bei der Unterfinanzierung. Du vergisst die Millionen für die Kneipe, die ich vom Unger kriege. Ah, da irrst du dich gewaltig. Den Unger zieht keiner über den Tisch und du auch nicht. Aber USA, das wäre doch toll, Roland.
Darf ich dich was fragen? Bitte. Lena Czerny. Ich meine, war was zwischen euch? Warum fragst du? Ich möchte es gern wissen. Also wenn ich ehrlich sein soll, dann tut es vielleicht weh. Und wenn ich lüge, auch. Also ja. Es tut weh, ja, aber es hätte mich auch gewundert, wenn es anders gewesen wäre. Und warum ist nichts weiter daraus geworden? Ihr versteht euch doch gut. Zu gut. Wir sind uns wahrscheinlich zu ähnlich. Und ich? Du? Du bist eine ganz andere Welt. Ich kann mich vergessen mit dir. Ich liebe dich. Silvia. Oh, sag mal, dann gehe ich jetzt mal lieber. Du bleibst. Wenn wir ganz leise sind, hört uns ja niemand. Ja? Nur noch ein bisschen, okay? Natalie, was machst du denn im Dunkeln? Was ist denn? Was willst du? Mensch, Natalie. Es wird doch alles gut. Ich habe mit Vater geredet. Ich habe ihm gesagt, dass du ein Kind von mir bekommst. Dass ich dich fragen werde, ob du mich heiraten willst. Natalie, jetzt sag doch was. Es gibt kein Baby mehr. Ich hab's verloren. Es ist von selber abgegangen. Bitte, geh jetzt. Meine Schuld, nicht deine. Ist doch gut. Diese Briefe sind vor 27 Jahren geschrieben worden. Und vor einer halben Stunde warst du noch bei ihr. Wilhelm, ich bin dir nachgefahren. Es ist nicht mein Stil, anderen Menschen nachzuspionieren oder ihre Post zu lesen, aber warum hast du mir nichts gesagt? Ich wollte die Sache erst ins Reine bringen. Ins Reine bringen? Du liebst die Frau immer noch. Gib's doch zu. Ihr habt euch geküsst in der Tür. Und wie oft warst du in München in den letzten Wochen? Geschäftlich, versteht sich. Sylvia. Ich würde jetzt gerne allein sein.
Ja? Ja? Frau Meyerbeer? Ich wollte Ihnen nur sagen, dass alles in Ordnung ist. Ich habe mit Vater gesprochen. Sie sollen morgen mit Dr. Straubinger in sein Büro kommen. Allerdings, 1 Million müssen Sie schon investieren. Ja, dann sagen Sie Ihrem Vater einen schönen Gruß. Er muss sich einen anderen Dumm suchen. Na gut. Also ich soll es Ihnen ja eigentlich nicht sagen, aber er hat ein Angebot für 900.000 vorliegen. Und wenn Sie da mitziehen, dann gibt er bestimmt nach. Ja, tut mir leid, das kann ich mir leider auch nicht leisten. Tja, dann. Ich werde es ihm ausrichten. Gute Nacht. Straße, Frau Schirmer und ich. In meinem Bett ist Platz genug für dich. Nur deine Frau Schirmer kann ich mir da nicht wirklich vorstellen. Aber im Gegensatz zu mir schnarcht Frau Schirmer wenigstens nicht. Ach, du schnarchst? Und nur im Schlaf. Sag mal, wir suchen doch gerade jemanden für die Kantine. Vielleicht wäre das doch was für Frau Schirmer. Und eine Wohnung werde ich auch schon noch auftreiben für 800.000 Mark. Sicher. Aber zuerst fliegen wir nach Mailand, ja? Mindestens 3 Tage. Ja. 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 Los! Eine Villa. Ich hab, was weiß ich, Herzinfarkt, Schlaganfall. Jetzt bin ich Arzt? Ja. Valeria? Frau Althofer! Bitte kommen Sie mal! Valeria! Passiert. Der Notarzt ist schon unterwegs. Vater!